heute meine, nennen wir sie Pre-Au-pair-Zeit, nochmal zurückspulen zu dem Moment, als ich noch mitten im Bewerbungsprozess stand. Eine Bewerbung ist unumgänglich für ein Au-pair-Jahr und je besser die Bewerbung, desto größer sind die Vermittlungschancen. Und meiner Meinung nach ist das Bewerbungsvideo ein großer Teil und ein wichtiger Teil dieser Bewerbung. Ich finde, wenn die Gastfamilien die Möglichkeit haben, einen Host-Family-Letter zuerst zu lesen oder das Video anzuschauen, trifft die Wahl meistens auf das Video und dann, wenn das Au-pair sympathisch wirkt, schaut man sich den Rest der Bewerbung an. Ich persönlich habe mir vor meinem Video so circa alle Au-pair-Application-Videos, die es auf YouTube gibt, angeschaut, um mir Tipps zu holen und einfach zu schauen, wie andere das machen. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht kann ich anderen mit diesem Video jetzt auch weiterhelfen. Beginnen wir mit den Hard Facts. Punkt Nummer 1 ist die Länge und Größe des Videos. Ich bin bei der Organisation IFS, da darf das Video maximal 3 und am besten 1 bis 2 Minuten lang sein. Und auch, es darf auch, glaube ich, nur nicht größer als 16 MB sein. Das heißt, die Qualität des Videos ist dann ziemlich, nennen wir es mal, mickrig. Das heißt, ich würde nicht versuchen, zu viele Ganzkörperaufnahmen zu machen, sondern einfach mehr Close-Ups zu filmen, damit man das auch dann wirklich in einem kleinen Format noch irgendwas erkennt. Punkt Nummer 2 wäre dann schon der Drehort. Da habe ich persönlich die Natur gewählt, was vielleicht im Nachhinein nicht die beste Entscheidung war, weil die Vögel beschlossen haben, mir gratis Hintergrundmusik zu spendieren. Aber ich würde halt schauen, dass es sowohl ruhig ist, als auch ein ansprechender Ort. Hat man dann seine Kamera, einen Drehort, sich selbst und man weiß, was man sagen will, dann kann es eigentlich schon losgehen. Und ich habe mich dann zu Beginn einfach mal auf eine Bank gesetzt, habe face to face zur Kamera gesprochen und einfach mal gesagt, was ich alles in den Videos sagen will. Und dann anschließend habe ich es so bearbeitet, dass ich dann so Clips von Kinderbetreuungserfahrungen dazwischen eingespielt habe, damit das ein bisschen lebendiger wirkt. Ich habe mit einer kleinen Vorstellung begonnen, habe meinen Namen gesagt, warum ich Au-pair werden möchte und habe auch gleich meine Fahrerfahrung in die Einleitung mit einfließen lassen. Und dann habe ich eigentlich schon, ja genau, ich habe meine Persönlichkeit versucht irgendwie zu beschreiben. Wollte jetzt aber nicht da sitzen und nur sagen, I'm so caring and so wonderful and I'm lovely and please date me. Deswegen habe ich versucht, mal zuerst meine Cousinen und Cousins zu fragen, dass sie ein Wort auf Englisch, was mich beschreibt, auf einen Zettel schreiben und die haben das dann in die Kamera gehalten. Und diese Teil des Videos gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich finde, das ist recht lieb geworden, wenn man nicht nur über sich selbst redet, sondern auch andere Leute erzählen lässt. Danach habe ich dann auch schon meine Familie vorgestellt und ich habe es zuerst versucht, indem ich sie einfach alle nach der Reihe aufstelle und sage, this is my dad und sie haben sich selber vorgestellt, wer sie sind und wie sie heißen. Fand aber dann, dieser Shot hat es nicht so wirklich gebracht und habe sie dann zur Freude meiner Familie in ein Feld, ich glaube in ein Rapsfeld gestellt und sie sind dann wie so kleine Teletubbies oder keine Ahnung so aufgetaucht aus dem Feld und dann habe ich drüber gesprochen, this is my mom and this is my sister Anna, ja. Danach ging es eigentlich schon um meine Hobbys. Ich habe begonnen, kurz über meine Freunde zu sprechen, Interessen von mir aufgezeigt und habe dann, weil eben Gitarre ein großer Teil davon war, habe ich das dann verbunden irgendwie mit der Kinderbetreuung. Also wenn ihr irgendein Hobby habt, was ihr auch mit Kindern gemeinsam ausüben könnt, finde ich, ist das eine gute Überleitung von einem Teil zum anderen Teil des Videos. Und ich habe dann eben auch einen Clip eingespielt, wo ich mit Kindern eben Gitarre spiele. Und dann habe ich einfach Clips von Kinderbetreuung eingefügt und habe darüber gesprochen, was mir bei Kinderbetreuung wichtig ist und so weiter. Dann ging es eigentlich schon ans Verabschieden und das Video war eigentlich im vollen Kasten. Habe dann noch einen Clip hinten dran gefügt, auf den ich mäßig stolz bin. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war, aber ja, das war dann eigentlich schon mein Video. Und ich habe dann noch eine ruhige Musik drunter gelegt, weil ich finde, das hat dann einfach noch besser gewirkt. Oh, und ein letzter Tipp, den ich selber irgendwie schwer finde, ist es einfach immer zu lächeln. Meine Mundwinkel wollten einfach nicht da oben bleiben, aber es schaut einfach um einiges ansprechender aus. Das musste ich auf die harte Tour lernen. Ja, und das war's dann schon. Also wenn ich euch irgendwie helfen konnte, dann freut mich das ziemlich sehr. Wer noch sehen will, wie das Video dann als Ganzes aussieht, ich hänge das jetzt hinten dran. Also danke fürs Zusehen and roll the clip! Hello, my name is Agnes. With this video, I would like to give you a little impression about me and my life and why you should choose me as your au-pair. I am 18 years old and I am from Austria. I live in a small village called Nitzing near Vienna, which is the capital city of Austria.
I just passed my A-levels and I am now a qualified kindergarten teacher. The next thing I want to achieve in my life is becoming an au pair. More specifically, your au pair. Since I passed my driving license, I am sharing a car with my sister and I enjoy driving around and being more independent. I would describe myself as an optimistic, reliable and creative person. I also ask some of my cousins what they think of me. My family is very important to me and I truly enjoy spending time with them. That's why I would like to introduce them to you. This is my mom, and that's my dad. This is my sister Sonja, and this is my second older sister Anna. I am very interested in fashion and I enjoy reading fashion magazines and filming little fashion videos in my free time. My friends are also very important to me and I enjoy spending most of my free time with them. But my biggest passion is music. Playing and listening to music just makes me happy. I took guitar lessons for about 7 years and I still enjoy playing it. I also like to share my passion for music with my younger cousins and they enjoy it as well. I am part of quite a big family, so taking care of my younger cousins is something I have always done on a regular basis. I enjoy spending time with children and I love helping them exploring the world on their own. Due to many internships in different kindergartens and after-school care facilities, I have great experience working with children aged 1 to 8. I am aware of the responsibility I assume when I take care of your kids and I feel secure about it. I hope you enjoyed my video and you consider choosing me as your peer. I look forward to hearing from you. Bye!